Guck mal, was für eine Tasse ich bin. Na, Ingi? Was bin ich? Say the line, Ingi. Er sagt es nicht. Say the line, Ingi. Mal einen Blick auf eure Geräte. Dort seht ihr jetzt die Probleme der anderen. Klassiker. Such dir einfach das aus, was du lösen möchtest. Ey, das ist beides zu stark. Ich habe so gute Ideen für beides. Aber ich nehme jetzt das hier. Wenn du Kontakte suchst, greif in die Steckdose. Würde ich dir empfehlen, Mike. Meine ist überhaupt nicht lustig. Wird sie schlecht. Oh, ich muss direkt. Ich werde selber. Sag mal deine unlustige. Okay, ihr kennt es. Ihr verliert ständig gegen Mike. Ja. Ständig in Smash. Ja. Aber wollt gegen ihn schummeln. Es tut mir leid, dafür gibt es einfach keine richtige Erfindung. Aber ich habe was anderes für euch. Game Shark Code. Wenn ihr nicht schummeln könnt, dann geht doch einfach her und zerstört einfach Mike seine Switch. Und so sieht das Ganze aus. Nice. Ich nenne es die Anti-Switch-Axt. Ich habe hier auch das allererste Modell hier. Wenn ich möchte. So sieht es ungefähr aus. Warte, ich muss es im Video zeigen. Ja. Und. Ja. Hättest du einen Hammer jetzt gezeigt, dann hätte ich dich beschlagen. Tja, Leute. Zerstört einfach Mike Switch. Weil es gibt einfach keine Möglichkeit zu schummeln. Aber das finde ich jetzt nicht so gut. Und ist ja meine Smash. Da kann ich ja nicht mehr bloß smashen. Also, ihr kennt das. Verliert immer. Halt, ihr verliert immer die Möglichkeit. Tassilo. Wenn jemand Tassilo sagt, das ist ein sehr schlimmes Problem natürlich. Ja, das kenne ich. Aber dafür gibt es doch eine einfache Lösung. Den Hammer, Bruder. Ich wollte eigentlich noch einen Hammer, Bruder, zeichnen, der Daumen hoch zeigt, aber dafür das wird wieder ehrlich gereicht. Oh. Es ist nämlich hier nur ein Hammer, ein richtig kleiner, aber ich glaube, der ist groß. Max, du hast eine Minute lang gebraucht, um das zu zeichnen. Ich habe die meiste Zeit für den Hammer, Bruder, gebraucht, aber das sah nicht schön aus. Das habe ich gelöscht. Oh. Naja. Nimm doch einfach einen Hammer, Bruder, und zerstöre das Luder. Bruder, Hammer, Luder. Bruder von Luder. Ihr kennt doch bestimmt das Problem. Mein Tassilo-Modus kommt ständig zurück. Tassilo. Ja. Und da habe ich einen perfekten Weg, um diesen Rage einfach mal rauszulassen. Und zwar erstellt ihr den FNF Rant Mod. Ja, ihr nehmt euch Kate Engine oder Psyche Engine. Ja, oder Piss und dann, guck mal, dann ist da Boyfriend, der hört euch schön zu. Und Ingi kann währenddessen schön ausrasten. Wunderschöner Ingi. Ach, aber sein Name ist nicht Kief, ne? Jetzt muss Ingi noch drüber ranten. Junge, ich verstehe es nicht, wie Leute nur Kief zu ihm sagen können. Oh, ich bin dran. warte, fuck. Okay, hi Leute, ja. Ich habe das ständige Problem, dass ich Angst habe, an Endivion-Salat zu ersticken. Oder allgemein auch an das Pokémon Endivion, ne, ihr kennt das Pokémon vielleicht, das eine Pokémon, was niemand in Johto genommen hat, niemand, wirklich keiner. Außer ich einmal. Da gibt's viel zu viele von denen und ich habe mega Angst vor den Viechern. Deshalb würde ich sagen, zu viel Salat, es wird knapp, Feuer und dann ist es ab. Der Aua zu heiß föhn! Fackelt einfach die Endivis ab. Boah. Aber ist das nicht umweltschädlich? Nein, das ist ja ein Föhn, das ist ja kein Flammenwerfer. Dadurch, dass es ein Föhn ist, ist es nur ein ganz kleiner Radius. Und es breitet sich nicht aus, bleibt immer an dem einen Endivis kleben, das Feuer. Ja, aber da ist doch das Problem. Ich hätte eine andere Lösung. Weberack. Nee, der Föhn ist viel effizienter. Weberak musst du erstmal fangen und den Föhn kannst du direkt kaufen und easy benutzen. Ja, Weberak. Taub sie. Der hat sogar 24 Stunden von Akku. Ein paar ja. Geldchips. Vielleicht bei mir. Ja! Nee, warte, das müssen wir jetzt beim Brandbot sagen. Ey, Junge, alle 900 und dann. Es ist perfekt ausgeglichen! Als ob! Das hab ich noch nie gesehen! Okay.
Wir haben das geschafft. Das letzte Problem aussuchen darf, wie wär's denn mit dir? Ja, natürlich. Junge, du hast dir früher den Eis gewonnen. Gezeigt, ey, laber nicht. Du hast dich da hochgelutscht. Echt mal. Was? Ich wäre so müde, wenn ich kacken muss? Was? Was? Nicht spoilern. Ich werde es ja nicht nehmen. Die Hälfte. Gute Wahl. Okay, ihr wisst es, Leute. Sorry, Ingi. Ich finde, ich habe eine gute Idee dafür. Kauferfindung. Also Leute, ich hasse es, mit Ingi essen zu gehen, weil immer wenn ich mit Ingi essen gehe, ist er total nervig, wisst ihr? Ich raste total aus, wenn er noch ein einziges Mal Tassilla erwähnen muss in dem Gespräch, ja. Also, was ich mir da erfunden habe, ist das Ey-Püppchen. Was? Mit der Puppe bei Ingi sind seine Probleme mini. Escini-mini. Schleichwerbung! Also, ihr setzt einfach diese L-Püppchen einfach auf den Stuhl. Sieht genauso aus wie man selbst. Ist nämlich extra fertig angewerkelt worden. Und dann wird sie einfach ganz halt labern. Und egal, was Ingi sagt, ist eigentlich egal. Denn ihr seid nicht wirklich da, sondern euer Püppchen, was genauso aussieht wie du, ist da für euch. Für den Fall der Fälle, falls Ingi irgendwas nicht Tassilla-related sagen sollte, gibt es sogar Headphones inklusive im DLC. Was? Du willst ja Headphones nicht inklusive. Mike, ich hoffe, du nimmst nebenbei Discord auf. Ja. Achso, Discord? Sehr gut. Ja. Wieso? Was ist denn auf Discord? Also, Leute, ihr kennt das bestimmt. Jeder von uns hasst es, mit Ingi essen zu gehen. Weißt du, das geht so überhaupt nicht. Der ist wie ein Kleinkind. Der verschüttet immer seine Getränke. Meistens halt seinen Apfelsaft. Ja, und dafür habe ich die ultimative Erfindung, um das zu lösen. Warum bin ich nicht drauf gekommen? Den Tassilo-Saftfänger. Ja, das sieht dann ungefähr so aus. Man kann diesen Tassilo einfach aufsetzen und dann der Saft, den Ingi dann verschüttet, der wird automatisch in die Tasse reingesogen. So einfach ist das. Ah, ich kann nur sagen, weg mit der Sauerei und Ingis guter Laune. Der ist mega stark. Okay. Ja. Also, gibt's ihr noch als Popcorn? Ich hab gehört, jeder hasst es hier mit Ingi zu. Ich hasse es! Kann ich verstehen? Na? So, also haben wir hier den perfekten. Wirklich das perfekte, was ihr nehmt. Und zwar. Oh, Junge, alle außer ich haben das. Junge, du glaubst, war ich vorher dran. Junge. Moment mal. Nein, das ist Podcast. Betrug! Ihr hasst ja Tassilo. Und dadurch, dass es in Wirklichkeit Podcop ist, total von mir würdet ihr aufregen, dass es in Wirklichkeit Podcop ist und dann wieder weggehen. Alter! Was? Wie smart! Du hast Ingi so sehr wie Mützi, dann hol Tassilo und er kommt nimmer mehr. Ich keine Ahnung, wird das sehr auf mehr rein. Immer mehr steht das aber. Also es ist eigentlich was Schlechtes. Ja, er kommt dann nicht mehr zum Essen. Er steht aber immer mehr, nicht nimmer. Das schon soll eigentlich ein N sein, aber meine Tastatur ist kaputt, weil überall Apfelsaft ist. Ach man, Tassilo. Man, wir haben doch den Tassilo-Saftfänger. Ingi, benutzt ihn doch mal. Okay, hatte ich dich okay. Ich hasse es, mit Ingi essen zu gehen, weil er schmatzt beim Essen. Und das gibt mir immer einen Zeiger. Ich habe da mehrere Möglichkeiten, ihn loszuwerden. Aber das hier ist der perfekte Trick, der Betania-Ball. Ja. Ihr bringt einfach. Ich verspreche Ingi ein schönes Restaurant, dabei den einfach in einen Kofferraum und sperren und ihn dann einfach irgendwann rauswerfen. Aber jetzt weiß Ingi davon. Ach,
Aber also, ich glaube, das ist nicht ganz. Und hey. Da gibt's was Positives für Ingi. Da kann Ingi doch zu seinen Leuten zurück. Nämlich Elche. Naja, das ist schon stark, ne? Aber Elche, Elche leben nicht im Weltall, weil da leben nur Pokémon sowas wie Raub. Aber Max, das behebt nicht das echte Problem. Die Apfelschorle. Wir geben euch mehr Geld zum Investieren. Gibt den Tratschen im Wald um. Dieses Mal ist auch das Finanzierungs. Also noch nicht, warte. Oh, Alter! Was? Aber auch verdient. Nicht letzter! Das ist 69, yeah. Nice! Ich hab einfach das Gefühl, dass die halbe, die Hälfte der Sachen einfach nur aus Tassilo bestanden. Und einfach nur. Und Apfelschorle! Und Apfelschorle! Und Apfelschorle, das stimmt. Okay, Leute. Ihr kennt alle das Problem? Ihr seid ständig. Ihr seid es satt, ständig. Zu hören. nun ja, dafür gibt es nur einen. Es ist zu okay zu weinen. Warum ist Trägt da ein Musik MP3? Das ist eine Giraffe. Das ist im Vordergrund ist ein Typ, der weint und seitdem ist so eine. Sieht aus wie ein Kissen, worauf der liegt. Und hinten und hinten das ich weiß nicht, ich wollte eigentlich nur ein Bild machen und als ich das fotografiert habe, da war dieses Monster. Also, da ich jetzt gesagt habe, das bin ich, dann habe ich lieber. Ich bin jetzt dran. Also. Ja, Mike, los. Ich bin es satt, ständig etwas über zu hören, ja. Wenn der Max den Mike flachst, dann Mike knackst und. Okay, es reicht! Es reicht jetzt, Mike! Es reicht jetzt! Mike. Oh. Ich